So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht noch nicht richtig. Eine brandneue und aktuelle Sammelmappe von Panini. Disney Encanto. Canto, ja, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Ist ja ein schöner neuer Disney-Film. Gibt es jetzt auch eine Sammelmappe drüber. Aber bevor ich euch jetzt die Vorderseite zeige, muss ich mal was sagen. Ich glaube nicht, dass Panini sich damit einen Gefallen tut. Warum? 13 Euro. 13 Euro. 7,99 Euro Sammelmappen. Dann waren es 8,99 Euro. Zuletzt 9,99 Euro. Und jetzt 13 Euro. Eine ganz normale Sammelmappe. Sammelmappe mit drei Tüten drin und eine limitierte. Also jede Sammelmappe, die letzten Jahre rausgekommen ist. Immer das Gleiche. Nur der Preis jetzt. Wieder 3 Euro teurer geworden. Ist natürlich eine Riesenhausnummer. Wollen wir ehrlich sein. So, jetzt kann man sagen, oh, ist ja Disney, müssen sie ein bisschen mehr Tintin abgeben. Ist ganz klar. Aber auch Panini. Man versucht, man sagt ja, die Produkteherstellung kostet alles mehr. Nein, nicht wirklich, dass das alles gerechtfertigt wird. Weil 13 Euro, jetzt wollen wir doch mal ehrlich sein, du, kaufen sich die Startermappe. 13 Euro, dann die Booster, sind unwahrscheinlich auch teurer geworden. Ja. Warum? Ein Multipack kostet 7 Euro. 5 Tüten. 7 Euro, das dazu. Also könnt ihr euch das ausrechnen. 7 Euro, 3, 6, 1,50 Euro, ein Boostertütchen. Kann auch teurer sein, das ist 7 Euro ist ja ein Multipack und Blister sind meistens billiger. Aber nichtsdestotrotz, 13 Euro. Wo jeder heutzutage sparen muss. Ich glaube nicht, dass sich Panini damit... Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Seid mal ehrlich. Sammelt ihr sie? Wollt ihr sie? Oder lasst ihr sie weg wegen dem Preis? Weil es geht ja nicht nur um die 13 Euro. Es geht ja auch um diese Boostertütchen, die man braucht. Es geht ja jede Menge Geld in so eine Mappe rein. Da hätten sie wirklich 9,99 Euro lassen können. Wären, glaube ich, wahrscheinlich mehr verkauft worden. Aber ich kann mich auch irren. Aber nichtsdestotrotz, öffne ich jetzt Encanto oder Disney Encanto Mega Starter Pack. Für 13 Euro. 13 Euro. Hammer. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber wissen, gerade heutzutage, wo man sparen muss. Dann haben wir hier drei Boostertütchen. Das sind die Boostertütchen-Motive, die ich natürlich gleich aufmache. Sind schon mal interessant. Und die limitierte Karte. Cool. Dann kommen wir zu der Sammelmappe. Schlicht einfache Sammelmappe. Wie immer. Dann haben wir hier die Steck- oder zum Aufkleben, die Zahlen, die hier reinkommen. Hier haben wir was aufzuklappen. Okay, da blättern wir jetzt mal drin herum. Ach, das sind bestimmt ja die Bewohner. Ah, schaut mal, da haben wir auch solche Karten, die man aufrubbeln kann. Seht ihr, wo die Farben drin sind? Interessant. Dann so Puzzlekarten, wo drei Stück zusammengehören. Okay. Scheint schon mal interessant zu sein. So, hinten, Rückseite, zwischen und dann zum Aufklappen. Ah, da haben wir die ganzen Karten. Es gibt 198 Karten. Sammeln, tauschen, kaufen. Davon sind 9 Megakarten,
Aber ihr wisst schon, 99 Basiskarten und so weiter. So, 200 Karten. Das ist schon eine verdammte Hausnummer für den Preis. Bin ich ganz ehrlich. So, das ist nun die Disney Encanto. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Neue Mega-Sammelmappe. Aber jetzt kommen wir natürlich zu den Booster-Tütchen und schauen uns die ersten Karten an. Dafür zoome ich ein bisschen ran. Ihr kennt das ja. Und zack. So müsste reichen. Das sind doch mal die Booster-Tütchen, die dabei sind, die ich jetzt nach und nach öffnen werde. Ah, seht ihr, ist so ein Glitzereffekt. Das ist ja... Ah, von hinten seht ihr, sind auch immer alle anders. Okay. Das ist so eine Goldschimmerkarte. Hier ist eine umgedreht. Machen wir dann mal zuletzt. Mal gucken, ob das was Hochwertiges ist. Das ist aus dem Film. Ich glaube, sie kann am Anfang nichts und rettet das Dorf. Irgendwie kommt mir jetzt doch die Geschichte bekannt vor. Und die war umgedreht und... Oh, seht ihr? Das ist so eine Rummelkarte. Da guckt sie schon mal. Seht ihr, so eine Rummelkarte ist das. Ha, muss man natürlich nicht aufrubbeln, man kann sie auch Gold lassen. Scherz beiseite, ich habe es jetzt nur aufgerubbelt, damit ihr seht, was für eine Karte damit gemeint ist. So, kommen wir nun zu das zweite Booster-Tütchen, was in den Starter-Pack ist. Wieder mit diesem Glanzeffekt. Ja, das sind einfach nur wieder Bilder aus den Filmen. So, kommen wir nun zum dritten und letzten Booster-Tütchen, Disney Encanto. Hier haben wir so einen Tiger mit so einem Gold. Die ist aber richtig cool, weil die ist so, ich weiß nicht, ob es so rüberkommt. Die ist so richtig Goldeffekt, wenn man die so ein bisschen bewegt. Ist die Nummer 7. Das ist auch wahrscheinlich eine Puzzlekarte, weil ihr seht, hier fehlt noch ein Körper und dann das Gegenstück. Dann wieder einfach nur ein Bild aus einer Filmszene. Die Heldin. Und der Bösewicht, der Schurke. So, jetzt ganz ehrlich. Es sind mal wieder Filmbilder von Disney Encanto. Der ein oder andere kennt wahrscheinlich den Film schon. So, jetzt an dir oder dich. Wie findet ihr die Sammelmappe? Wie findet ihr die Boosterkarten, die Motive? Ist das was für euch? Sagt es ehrlich? Wollt ihr einfach nur Video schauen oder wollt ihr die wirklich sammeln? Wie gesagt, ein Starterpack für die Sammelmappe kostet 13 Euro. Ist wieder 3 Euro teurer geworden. Aber wenn ihr Lust habt, dass ich natürlich noch mehrere Booster vor die Kamera aufmache, schreibt es mir in die Kommentare, ich will, oder lasst einen Daumen hoch da. Dann mache ich das. Weil ich habe mir ein Starterpack hier gekauft und ein Multipack zusammen. 20 Euro. Ja, ihr hört richtig, weil so ein Multipack kostet jetzt 7 Euro, 5 Tüten. Also, wenn ihr Lust zu habt, lasst einen Daumen hoch da oder schreibt, ich will. Aber das Wichtigste ist eure Meinung, eure Kommentare über diese Sammelkarten, ob ihr sie sammelt, wie ihr das mit dem Preis jetzt findet, dass die Sammelmappe jetzt 13 Euro kostet. Ich versuche natürlich irgendetwas von Disney Encanto unter das Video zu verlinken.
Boosterkarten wahrscheinlich sind zu teuer, aber ich versuche mal was anderes. Und wenn ich die Boosterkarten günstiger finde, verlinke ich die. Also, irgendwas von Disney Encanto unter das Video. Sicher, bequem, günstig, müsst ihr selber schauen. Ihr schreibt mir in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Und natürlich, ob ihr noch gerne davon noch mehr sehen wollt. Daumen hoch. Wäre ich natürlich mal wieder froh. Aber nichtsdestotrotz ist das Allerwichtigste, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.